Die Politiker würden sich niemals da an die Bühne trauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein einziger dahin traut. Weil das zu viel geballte Unterschicht ist, weil das zu viel Frust ist, so, weil das zu viel das ist, was die verursacht haben. From 1945 and the end of the war through 1989 and the end of the Cold War, we had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy. Seit dem ersten Tag erzählt man, das Parlament verteidigt deine Rechte, deshalb wählt man. Und ich hab noch nie gewählt, man. Denn Scheindemokratie infizierte das System, man. Soll es Zufall sein, der Euro lässt uns betteln. Kreuzberg befreit dich von den Cat 36. Keine Wohnung mehr für schwarze Haare Nazis. Vergessen, wo ihr herkommt im Licht der Paparazzis. Wenn wir wählen dürfen, was ist dann mit Lissabon? Das Schulsystem ist eure Schuld und unser Misserfolg. Hängt mit dem Klingelton zusammen und diesem Scheißfilm, den sie Entertainment nennen. Wirst du jemals reich, Kind? Wirst du deine Knete nutzen und was Braves tun? Oder einer von denen sein, die unsere Welt zu Grabe trugen? Wirst du checken, dass Natur und du eins sind? Du hast nichts damit zu tun, mein dicker purer Leichtsinn. Lies den Text, Homie, denn hier geht es nicht um mich. Augen auf, richtig. In dem Augenblick, wo einer aus dem Unterschicht sich das Mic schnappt und sagt, okay, jetzt rede ich mal. So, jetzt lasse ich mal meine Sachen raus. So, ich erzähle was, ich versuche was zu erreichen. In dem Augenblick versucht er ja was zu verändern. Er geht ja dagegen vor, dass man ihn als jemanden abstempelt, der asozial ist, der ein Abschaum ist, der nichts anderes zu tun hat, kennt außer Gewalt und Verbrechen, dies, das, Drogen. Ja. Sind jetzt am Start, immer noch dieselbe Einstellung. Fick diesen Start, hör zu. Die klare Klick, nur wie Handschellen. Sie wollten mich nicht, weil sie mich noch nicht kannten. Bacardi, Checo, Sam, Abo, Arabellishment. Deine Bande wird gebankt, also lass es lieber. Denn welcher Spaß, meinte mal, ich sollte lieber aufhören. Wenn du mich siehst, hältst du die Schraube wie Bill. Die Medien sind rassistisch, auf jeden Fall. Die Medien sind rassistisch, die sind islamfeindlich, die sind rassistisch, die sind, was weiß ich, die wollen uns einfach schlecht darstellen. Die wollen uns nicht. Die haben uns hergeholt, vor zwei Generationen, drei Generationen. Jetzt auf einmal haben die gesehen, okay, wir sind vielleicht zu viele und so. Geht wieder zu euren Ländern, aber wohin? Wir sind Deutsche, wir sind hier geboren. Ich habe nicht mal einen deutschen Pass. Ja, aber ich bin hier geboren, ich werde auch wahrscheinlich hier sterben. Ich bin ein Deutscher, egal was jemand mir sagt. Schon als Kind sah ich Gangster, die 100 erzählen nur einen Grund. Und du fickst, ach, ich komm mir nicht mehr damit an. Hier bist du viel am Platz, wir haben es in Afghanistan. Wie in Irak und ich ziel auf den Start, Gangster im Dorf. Wir haben keine Realness. Also so wie wir das kennengelernt haben, war Hip-Hop ein Sprachrohr der Unterschicht. So. Also Sprachrohr für Leute, die sich sonst nicht irgendwie ausdrücken konnten, beziehungsweise auch nicht die Möglichkeit haben, oder die Mittel nicht gegeben sind, dass sie sich mitteilen. So. Dieses System ist im Arsch, ja. Die erzählen irgendwas von Ausländern, machen immer Stress, gehen Menschen schlagen, gehen immer die Ausländer. Die Deutschen machen nicht so. Okay, es gibt auf jeden Fall sehr viele Deutsche, es gibt Ausländer, es gibt wirklich sehr schlimme Ausländer. Und genau wegen denen so kriegen wir Probleme, werden wir abgestempelt, dass wir schlecht sind, dass wir immer Stress machen. Und hier zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, hier letztens ein Kinderschänder wurde freigesprochen. Ich meine, wie geht das so? Ein Pädophiler wurde freigesprochen, wie geht das? Und für einen Überfall bekommt man fünf, sechs Jahre so. Wie geht das klar? Was los? Was los mit, wie tief ist dieser Staat gesunken? Nur weil man ein bisschen Connection hat, kriegt man keine Strafe. Oder zum Beispiel hier, was letztens passiert ist in der U-Bahn, dieser eine Deutsche hat ihn doch fast tot. Ich habe das Video gesehen, er wollte ihn totschlagen, Alter. Er wollte ihn totschlagen. Wenn ein Ausländer das machen würde, ich meine, die würden ihn richtig misshandeln, die würden sagen irgendwas, ja, ist der Islam so gewalttätig, will der Islam, dass die Jugendlichen so gewalttätig sind, die würden alle sagen so, ich verstehe es nicht. Und dann sollen wir so, ganz ehrlich, ich fühle mich verarscht, wenn solche Leute freigesprochen werden, das geht gar nicht mehr klar. Und uns wollte man immer richtig ficken. Ja. Ein zum Beispiel Thilo Sarrazin sollte nicht irgendwelche Bücher veröffentlichen und versuchen hier in den sozialkritischen... Er soll einen Tag hier erleben, soll wissen, wie es abgeht und versuchen aus Erfahrung zu reden, zu sagen, ich habe den Jungen da gesehen, er hat wirklich jemanden abgestochen, er hat wirklich Gras verkauft, er hat dies und das gemacht und nicht sagen, warum und sich dann damit beschäftigen, mit dem Grund und versuchen die Lösung dazu zu finden. Ich habe viel mit Politikern geredet, ja, und ich kenne eine, wie nennt man das heutzutage, ja, so einen Nachhilfekurs, das war in einem Raum und die Politik wollte, also der Staat wollte es nicht finanzieren und da hat irgendein Arzt 8000 von Euro
denen gespendet, dass es für halbe Jahr noch läuft. Die waren, ganz Politiker waren hier, die haben bla 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 bla, das kann nicht sein, dass ihr nicht finanziert wird und was weiß ich was. Dort gehen 80 Jugendliche und im Endeffekt keiner, es juckt dem einfach nicht. Alle Jugendclubs werden geschlossen, die Leute gehen in Gangs rein, in Rockerbanden und so, das juckt denen nicht. Und dann heulen die rum. Dann, ja. Die Hip-Hop-Bühne ist auch eine Demonstration. Sie läuft nur nicht durch die Gegend und macht alles kaputt. Wir geben Infos weiter so. Wir reden auf der Bühne, wir reden Themen an, sprechen Themen an, versuchen den Leuten mitzuteilen, so was Sache ist. So. Das Ziel der Hip-Hop-Bühne ist zum größten Teil wirklich auch, alle Leute zu vereinen. Ob seien es jetzt nun Deutsche oder Türken oder Kurden oder Araber oder Albaner, was auch immer. Auf meiner Bühne waren alle vertreten. Aha, und Gang, der Anthem, die offizielle Kreuzberg-Hymne. Hoch mit den Händen. Ah. Deutsche, Türken, Kurden, Albaner, Palästinenser, Iraner, Afrikaner, vereint im Kampf gegen Diskriminierung, Kreuzwert der Stachel am Sitz der Regierung. Bullen und Faschos kriegen hier auf die Fresse, sind eigener Staat mit eigenen Gesetzen. Das ist unsere Hymne, salutieren ist ein Muff, schlägt mit beiden Armen die Fresse in die Luft. Sagt Kreuzwert für immer, Kreuzwert für immer. Sozialer Brennpunkt für mich, Türken werden Trümmer. Sozialer Brennpunkt für mich ist zu Hause, Familie und Freunde. Ich hab hier alles, was ich brauche. Die Jungs hier aus dem Kiez kommen zusammen am 1. Mai. Jeder hat so mal die Stimme, die er heben kann und so das Ventil rauslassen. Andere haben kein Forum, keine Plattform. So am 1. Mai können wir auf jeden Fall, also hat fast jeder eine Stimme, so der direkt von der Straße ist, direkt aus dem Kiez ist. So, da kann man sich da Gehör verschaffen. Auf jeden Fall ist eine gute Plattform. Auch die ganzen verschiedenen Bühnen und so, ist es auf jeden Fall ein Fest. Auf jeden Fall für uns und wir feiern es. Ja. Rap-Fanatiker, das sind wir. Wir sind nicht so politisch veranlagt. Aber wir haben auch, es gibt auch Sachen, die uns gegen den Strich gehen, die wir auch durch unsere Texte äußern. Genau, also wir rappen auch schon. Also wir haben auch sozialkritische Texte, so. Wir mischen das sehr. Wir sind jetzt nicht, jetzt, ich würd mich, also wir würden uns jetzt nicht als Politrapper bezeichnen, dass wir jetzt nur über Politik so, das ist jetzt gar nicht unser Hauptthema, aber Dinge, die uns gegen den Strich gehen, auf jeden Fall, die äußern wir auch. Wir rappen über die Allgemeinheit und da ist auch Politik auch genau, drin. Genau, und es ist ja auch nicht so, dass die Leute, gerade jetzt die breite Masse, das, die Wahrheit hören will. Die wollen unterhalten werden, die wollen Witze hören oder sowas in der Art. Genauso, die haben ja selber einen harten Alltag und wollen dann eben in ihrer, nach Feierabend einfach nur Dinge, die sie unterhalten und gar nicht hören, was dann die Unterschicht über die Politik zu sagen hat, über die ganzen sozialkritischen Themen, fucken die dann mehr ab sogar. Hip-Hop spiegelt einfach nur das wieder, was draußen auf der Straße passiert. Das ist unmittelbar so. Da gibt es keine Industrie dazwischen. Genau deswegen kommt es auch in dieser reinen, puren Form auch bei den Zuhörern an. Und das kommt dann halt auch vielleicht manchmal ein bisschen krass rüber. Aber das ist die Gangart auf der Straße, mit denen die Leute halt konfrontiert sind auch so. Ich meine, es gibt so viele Leute so, die müssen sich wirklich jeden Tag prügeln, um sich zu behaupten, damit sie nach Hause gehen können und irgendwie, ja. Ist halt schwierig, ist nicht für jeden einfach. Und gerade in den Brennpunktbezirken ist es halt doppelt, dreifach so schlimm. Ne? Und hinter dem steht mein Geist, der zerstöre der Last. Mein Gefühl, mein Gedankengut befördert der Bass, die du weitere Bedingungen, die der Hörer erfasst. Und wenn du denkst, rede Spaß, Mann, dann hör auf den Bass. Das sind die Beats, bei denen sogar der Gehörte ablasst. Und ich seh meine Saat, auf werfe Körner in das Feld der Erde, bis ihr alle eure Körper verlasst. Ich fliege davon, um wieder zu kommen, sie sind verschwommen. Doch erkenne jeden Tag ein bisschen mehr. Hab vieles begonnen und vieles bekommen. Das Siege der Sonne, lerne von anderen und gib auch mein Wissen her. Ein ständiger Austausch, wenn keine Wände mehr auftaucht, der keine Wände mehr aufbaut, sondern die Menschheit raushaut. Aus dem Engel im Rausch schaut und ins Meer springt, weil er sich aus seinem brennenden Haus raucht. Es gibt viele Perspektiven, mal das Ganze zu betrachten, aber keiner sagte ja, so ist es. Und es muss so viele geben, weil ein zu rigides Leben sonst nur noch farblos ist es. Und man weiß, es gibt einen Sinn, diesen Ding, dass alles mag beschissen klingt, wenn man es nicht begreifen kann. Doch mit der Zeit geht dir immer mein Licht auf. Das Gute daran ist, dann diese Lichter bleiben an. Um sich weiter zu verbreiten, sie gestalten alle Zeiten, bleiben erhalten. Schaffen Neues aus Alten, können Freude bereiten, statt bereuen und leiden, können die Räume bereisen, in den Träumen vom Weisen. Ich bin nur einer von vielen, der Gefühle produziert und Gedanken denkt. Spiel mit ihnen kreativ und leb entspannt und angestrengt. Ich bin das Universelle, ich bin das Dunkel der Zelle. Ich bin die Spitze jedes Berges, um die unterste Stelle. Ich will nicht raus hier, ich wär eigentlich nur eine untere Zelle. Bis ich tot und wieder frei bin, eine untere Zelle. Ich bin das Universelle, ich bin das Dunkel der Zelle. Ich bin die Spitze jedes Berges, um die unterste Stelle. Ich will nicht raus hier, ich wär eigentlich nur eine untere Zelle. Eine untere Zelle. Am meisten rap ich eigentlich über die menschliche Psyche. Und wenn ich mir dann so anhöre, was die Leute so erzählen bei ihren Rap und was für Wörter die aneinander reihen, und dann denke ich mir wieder diesen Satz. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott.
dann frage ich mich, was ihr eigentlich den ganzen Tag macht. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Ich will auch niemanden auf die Füße treten. Ich sage nur, ich fordere auf jeden Fall die ganzen Rapper heraus, diesen Satz, mit diesem Satz ihr Set anzufangen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und sich nicht zu schämen für das, was sie dann danach ablassen. So bin ich halt. Sorry. Was mir fehlt? Mir fehlt eigentlich was, was wahrscheinlich insgesamt ein bisschen in der Rap-Welt so fehlt. Also einfach ein bisschen überdachtere Sachen und Sachen, die Leute ein bisschen mehr zusammenbringen oder halt auch direkter kritisieren. Ich meine, wenn ich mich jetzt zum Beispiel da auf die Bühne stelle und sage, was auch eine Aussage von mir ist, so, ich finde es zum Beispiel übel, was international, aber auch in Deutschland zum Beispiel in den Medien abgeht, was Moslems angeht. So. Dann ist es gut, das da zu sagen, weil dann sagen mir alle, ja, ist cool. So. Ich könnte aber auch ganz andere Sachen da sagen, die halt eher Kritik, die Kritik darstellen würden, die halt nicht so gut da ankommt. So. Und ich finde, davon gibt es zum Beispiel viel zu wenig. Dafür kann man zum Beispiel auch irgendwie eine politische Veranstaltung nutzen, halt einfach mal Sachen zu sagen, so, die vielleicht genau die Leute kritisieren, die eigentlich da sind und darauf warten, irgendwas zu sehen, wo sie immer schreien können, ja. Ich bin ungemütlich, weil ich es will. Du sagst, ich kann so nichts ändern, doch ich bleibe gechillt. Denn dieser Sound fließt durch die Straßen und verändert Details. Ich weiß, wie man Lücken aussieht und erkenne es bereits. Ich bleib ungemütlich, weil ich es will. Du sagst, ich kann so nichts ändern, doch ich bleibe gechillt. Denn dieser Sound fließt durch die Straßen und verändert Details. Ich weiß, wie man Lücken aussieht und erkenne es bereits. Jeder fragt sich, warum sich das Leben hier im Land verschlimmert. Roland Locker punkt die Antwort, das sind die Migrantenkinder. Du bist ein sehr guter Christ und Jesus ist an deiner Seite. Trifft dich im Problem, bezückt mit ihm und ich schmeißt einfach Stein. Nimm dir deinen Blindenstock, wir finden heute den Sündenbock. Und am besten den, der mit dem Kopf schon in der Schlinge hockt. Jeder fragt sich, warum sich das Leben hier im Land verschlimmert. Arme, wo hat jetzt die Antwort, das sind halt die anderen immer. Herr, gib mir etwas Liebe, denn ich seh zu richtig. Ehrlich zu sich selbst zu sein, das ist doch hier eh nicht wichtig. Mich auf dieser Welt befallen, was denkst du, wenn du bist, dann piss dich doch an, der denkt, dass du aus dem Scheiß hier rauskommst, ihr seid witzig. Das ist halt, man kann Dinge halt auf ein Thema beschränken und sagen, okay, es geht um Migration so, oder man sagt, okay, es geht um Vorurteile so. Es geht vielleicht um Hass, es geht um Gewalt. Und ich denke, dass es sinnvoller ist, es so anzusprechen. Also für mich ist es sinnvoller, es so anzusprechen, weil was bringt es mir, wenn ich mich irgendwie vor Leute stelle, die sich mit einem Thema irgendwie identifizieren können, aber im Endeffekt mit dem größeren Thema, was eigentlich das Problem ist, darüber halt überhaupt nicht nachdenken und damit nichts anfangen können. So. Macht mal Lärm, wenn ihr Scheiße fandet? Ja, so seid ihr drauf, ne? Nein. Okay. Das darfst du nicht fragen, Arme. Doch, das frage ich immer. Muss man doch wissen. Also ich versuche meine Texte schon so zu halten, dass entweder viele sich angesprochen oder viele sich auf die Füße getreten fühlen. Bleib mir, du bist so beseitigt, du willst das haben, musst du befreien, du chillst. Bleib mir, du bist so beseitigt, du willst das haben, musst du befreien, du chillst. Befreien, du chillst, befreien, du chillst, befreien, du chillst, befreien, du chillst. Das alle, wo mein Name ist Chefgeld. Seid ihr alle da? Mit dem Kopf, mit dem Geist. Ich habe mir nie gedacht, ich bin jetzt politisch aktiv so. Aber wenn man einfach über ein paar Sachen nachdenkt und irgendwie ein paar Sachen kritisiert, dann ist es ja automatisch auch schon politisch. Meine Hände sind heiliger als betende Lippen. Und um das zu blicken, muss man nicht mal tief eintauchen. Terrorismus hat keine Religion, aber der Hass sitzt tief in den Herzen auf seinem Thron. Eigentlich ist krass, dass Waffen überhaupt noch existieren. Und Bomben ein paar tausend Menschen degradieren. Dass die einen Menschen die anderen degradieren, bis sie nicht mehr können und explodieren. Allgemein gesprochen ist es so, dass Hip-Hop bei den Leuten wahrscheinlich nicht ankommt, weil die Sprache eben zu vulgär ist. Und was ja auch schade ist, weil es ist so viel Potenzial drin, es sind so viele Wortspielereien drin und die Leute schalten halt ab einem gewissen Pegel an Aggression schon ab. Und das ist halt sehr traurig, dass es halt irgendwie viele Leute überhaupt nicht erreicht. Es ist ja auch ein Privileg, positiven Rap zu machen. So, ich habe nicht so viel, Gott sei Dank, nicht so viele Probleme und kann aber bestimmte Sachen anders reflektieren. Und das muss man dann halt aber auch irgendwie allen teilhaben lassen, jeden teilhaben lassen. Also die Verantwortung, die zum Beispiel die ganz großen Rapper haben
Und die Macht, die ist auf jeden Fall schon sehr, sehr groß. Und wenn die die richtig nutzen, dann könnte das auf jeden Fall zu Veränderungen führen. Aber leider machen sie es halt nicht. Weil halt Geld immer noch eine Rolle spielt in dem Ganzen. Kinder ohne Identität treten ein in Gangs. Was für eine Existenz, wie alles zusammenhängt. Vom Zeitarbeiter zum Zeitarbeiter immer noch kein Mensch. Und der Sklave ist nicht frei, wenn er den ganzen Tag kennt. Chef zu dem Camp und ich sag mir, was ich denk. Yeah, sag dir, was ein Ausländer denkt. Alle gucken mich an, als ob ich im Schaufenster häng. Aber ich muss deswegen nicht mit Wut rausgehen. Vielleicht liegt's daran, dass wir alle so gut aussehen. Bei mir hat es früher angefangen, dass ich war immer der Einzige in der Klasse, der so ausländische Wurzeln hatte. Und ich wurde immer auf Sachen angesprochen. Warum ist das bei euch so und dies, das? Und ich habe mich erst dann damit befasst. So. Ich habe viele Sachen gar nicht gekannt. Ich kenne die Türkei nur vom Urlaub. So. Ich bin hier geboren. Und wenn der Lehrer zu mir gesagt hat, ah, unser Türkei-Spezialist hier, dann habe ich auch immer gesagt, was es soll, weil ich wurde da auch immer so ausgegrenzt dadurch. Und ich habe mich dann kurze Zeit damit befasst. So. Weil es ja so ist, wenn ich zum Beispiel jemanden eins in die Fresse haue, ja, und ich sage ein türkisches Wort danach und jemand hat es mitgekriegt und sagt, er hat letztens einen Türken gesehen, wie er ihn geschlagen hat. Wenn ich mit dir jetzt ganz normal rede auf der Straße, dann kriegt das niemand mit. Und der wird aber nicht sagen, ich habe letztens einen Türken gesehen oder einen mit ausländischen Wurzeln, der hat jetzt irgendwie ganz normal geredet. Und deswegen muss man doppelt so positiv auffallen, damit überhaupt irgendwie eine Reaktion drauf ist. So. Sich nur darauf zu beschränken, wäre aber auch traurig, weil ich sehe das ja nicht so. Für mich sind Nationalitäten egal. So. Und dadurch, dass aber jetzt eine Formulierung entstanden ist, so, dass man sagt, du bist ein Mensch mit Migrationshintergrund, werde ich da so eingeordnet und ich kann mich auch gar nicht dagegen wehren. Das ist praktisch so, als würde man zu dir irgendwie sagen, hey, na du ohne Migrationshintergrund, wie geht's dir so? Bist doch ohne. Und dann fühlst du dich doch auch irgendwie wie so, vielleicht fehlt dir was, oder wenn man immer sagt, und alles, was damit zu tun hat, mit Migrationshintergrund, sind in den Medien leider immer negativ behaftet. Du siehst nie jemanden, der aus Schweden kommt und, oder in denen, über denen man dann sagt, ah, hier jemand mit Migrationshintergrund. Das ist irgendwie so ein komisches Wort und deswegen wollte ich das mal so ein bisschen verharmlosen, indem ich dann halt sage, Desktop-Hintergrund, dass man halt auch checkt, dass es einfach nur irgendwelche Worte sind, um Menschen einzuordnen. Gedanken, wie die deutsche Sprache wirklich inszeniert. Nazis können alle Deutsche, bis trotzdem nicht integriert. Desktop, Hintergrund, Desktop, Hintergrund. Ich hab Desktop, Hintergrund. Tut mir leid, denn du hast keinen Desktop, Hintergrund. Desktop, Hintergrund. Ich hab hinter dir voll gelacht, Digga. Ja, das ist mir irgendwie erst später eingefallen, so. Ich dachte, Desktop-Hintergrund, es macht alles sinnlos. Denn jeder kennt B aus dem regnenden Teil. Dieser Republik West-Berlin ist mein Heim. Wirf die Hand hoch, Finger überkreuzt. Wir sind ganz rum, denn wir scheißen auf euch. Denn jeder kennt B aus dem legendären Bezirk, sie gehen mir aus dem Weg, als könnte ich einen Bären erwürgen. Ich bin ein Perserprinz, ich gehe hier mit dem Säbel im Gürtel durch meine Gegend, West-Berlin, ich zertrete jede Hürde. Die nervösen Fans beißen, bis die Nägel ab sind. Auf ihre Hände, sie feiern wie nach einer leeren Absinth. Wenn die CD released, wird es Bescherung, bete mein Kind. Das B überlebt, ich hänge im Label täglich am Sinn. Erfinde Melodien und Flow wie die LZ auf the Rock. 187 Beats und auf einsam die besten verschaut. Die Nummer 1, ich hab das Fluchen im Blut. Ich such nicht lange nach nem Reim, ich hab's wie Google im Blut. Egal ob Jubel oder ich bumps die Bühne, die Gang wird nach Hennessy Po gefährlich wie eine Kugel im Flug. Weil mittlerweile muss jedem klar sein, dass ein Politiker einfach definitiv gar keinen Wert hat in jedem einzelnen seinem Leben, nicht wahr? Wenn die Verantwortung von dir selber in die Hand eines Politikers liegt, dann solltest du, glaube ich, mal überlegen, ob du was falsch gemacht hast im Leben. Es war mal eine Zeit lang so, dass Politiker im Sinne der Menschen gehandelt haben. So. Das ist heutzutage definitiv nicht mehr der Fall. Die handeln im Sinne der Wirtschaft. So. Die Wirtschaft ist inzwischen so groß geworden, dass es ein riesiges Monster, so, was alle Menschen lenkt, um sich selber irgendwie in seinem eigenen Interesse. So. Wir reden hier über einen ganz kleinen prozentualen Anteil von Menschen, die irgendwie über andere Leute Gewalt ausüben will, also die Gewalt über andere haben möchte. Nicht? Weil diese Autorität, die ist nur so lange notwendig, solange wir sagen, dass wir das brauchen. Also so die Ketten sind so lange da, bis du sagst, nee, ich möchte Freiheit, nicht wahr? Wir sind viel mehr, wir sind 99%. Wenn wir keinen Bock mehr darauf haben, dann können wir von heute bis morgen eigentlich was ändern dran. Aber das muss jeder erstmal wollen. Das ist jetzt Berlin-Kreuzberg, wirf die Hände hoch, weil die Faust zu einem Stein wird. Hände hoch, West-Berlin-Kreuzberg, lass die Hände hoch, weil die Faust zu den Steinen.
Man muss sich das einfach mal ganz logisch jetzt so filmisch Hollywood-mäßig überlegen. Wir sind doch alle mit den Spielbergs und so aufgewachsen. Wenn jetzt die UFOs da oben auftauchen, was machen wir denn dann? Dann bist du doch froh, dass der Moslem um die Ecke auf einmal mit seiner Flinte hat, ne? Und auf die UFOs dann raufballert. Dann sind wir doch alle dann auf einmal, haben wir alle fünf Finger. Ja, dann ist egal, ob ich schwarz bin und du weiß und was auch immer. Ja? Dann sind die Pinken da, dann knallen wir die Pinken ab. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Problem so. Und weil die Pinken sind am Ende nämlich auch unsere Brüder, wenn wir verstehen, dass wir eigentlich uns gegenseitig alle die Hand reichen sollten, weil wir alle eine Quelle entstammen. Ja? Wenn ihr alle so religiös seid, das ist dann Gott wahrscheinlich. Und deswegen ist es halt so ein Schwachsinn, wenn man so die Leute gegeneinander die ganze Zeit aufhetzt, der nächste Feind kommt schon um die Ecke und dann schließt man die wieder zusammen so und dann ist der dann der Feind. Ja? Bis wir dann das ganze Universum kolonialisiert haben und alle gewaltigt haben, die überhaupt jemals existiert haben. So. Und dann auch noch am besten im Namen Gottes. Ja? Ja. Ach, das ist halt so ein bisschen das Problem, was soll ich dir sagen. Aber wir sind nicht mehr so blöd. Und das sieht man an diesem Interview, wenn es ausgestrahlt wird. Und ich bin ganz sicher nicht alleine. Ihr braucht nicht kommen und mich umbringen oder so. Ich habe voll viele Leute, die denken genau das Gleiche. Ja. Die beurteilen über uns, obwohl die hier gar nicht mal leben. Die erteilen uns so Befehle und die haben es selber noch nicht ausprobiert. Bevor man was bastelt, sollte man das ausprobieren. Also wenn man das zu Ende gebastelt hat, sollte man das ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Bei denen, die schmeißen uns irgendwelche Regeln dahin und Gesetze und hier bitte, mach das mal. Der ist ehrlich und sagt, ich verdiene den Respekt, bisschen Frieden zu dem KBS, Krieg, bisschen welche uns verflucken und lebe mein Traum, auf der Straße gibt es Welt, doch ich lebe es jetzt. Anstatt irgendwelche Jugendclubs zu eröffnen, wo die Jugendlichen ihre Hobbys ausleben können, bauen sie lieber Casinos oder so ein Ding. Soldinerstraße, Koloniestraße, hoch am Gesundbrunnen, da ist immer nur Casinos. Es ist kein schönes Leben so, für meine Kinder nicht so. Ich sehe, dass die Perspektiven immer mehr für die fehlen. So. Ich muss mich immer mehr anstrengen, um die zu motivieren. So. Und ich merke, wie die ganzen Einflüsse von draußen denen die Motivation nehmen. So. Dass Leute wie Sarrazin kommen und irgendwas erzählen und die dann ab einem bestimmten Alter, das wahrscheinlich, ein paar nehmen das wahrscheinlich auch noch für voll und verinnerlichen das und denken wirklich, sie sind genetisch minderwertig. Ja? Der schafft diese Gedanken in den Köpfen von den Leuten und irgendwann, wenn sich diese Leute dann halt begegnen, ist es dann halt, wenn wir als Migranten einem deutschstämmigen Leuten begegnen, dann haben die halt genau dieses Wissen intus so und daraus schöpfen die ja, das machen halt Menschen, so funktioniert der menschliche Kopf, man speist ein und dann schöpft man daraus so. Und die schöpfen halt aus dem, was Sarrazin ihnen gegeben hat. Und das ist meiner Meinung nach total falsch, total daneben gegriffen und hochgradig beleidigend. So. Ich meine, er hat nicht nur ein paar Menschen oder eine Bevölkerungsgruppe, er hat komplett wirklich Millionen von Menschen, die hier seit Jahren arbeiten, leben und die inzwischen dabei waren, sich hier zu Hause zu fühlen, so den Boden unter den Füßen weggerissen. Alles hat immer den Wert, den man ihm gibt. Nicht wahr? Und wenn wir diese Rassismusdebatte jetzt so überall, so überpräsent in unserem Bewusstsein überall existent haben, egal wo wir hinlaufen, man ist ja damit konfrontiert zurzeit. Man guckt im Augenwinkel den Spiegel an und da ist irgend so ein Cover und dann ist da im Fernsehen irgend so ein Politiker und links und rechts wird darüber geredet und man bekommt die Stimmung mit. Man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Das meine ich einfach damit. Der Wert dieser ganzen Geschichte, der wurde einfach angeheizt. Das kann man ja nicht abstreiten. Und die Medien sind da die Hauptleute, mit denen man vielleicht auf den Finger zeigen sollte. Wir haben eine Verantwortung. Fertig. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Wenn man sagt, okay, diese Politiker dort drüben und so weiter, anscheinend, es heißt ja parlamentarische Demokratie, das heißt ja einer, der ist gewählt, dass er das tut, was du sagst. Ja? Richtig oder falsch? Also wenn wir als Volk jetzt sagen, zu 80-85%, wir möchten keinen Krieg irgendwo, ne? Das bedeutet, dass das Volk, so gesehen sei der Erwählten, dazu beauftragt, diesen Befehl auszuführen. Das wäre Demokratie. So, wenn die das aber nicht tun, 85% Deutschland sagt, kein Krieg in Afghanistan. Die Deutschen fliegen aber rüber mit ihren Bombern und
machen den Krieg mit. Demokratiebruch. Das bedeutet, man braucht diese Wichser dort oben nicht, weil die hören gar nicht auf dich. Das ist eine Riesenverarschung. Also machen wir es einfach mal selbst. Lass es uns doch selber in die Hand nehmen. Ja? Ich gehe zu meinem Nachbar, zu meinem Kumpel und zu Peter. Und wenn ich mit dem Kaffee trinke, dann quatsche ich mal so ein bisschen mit ihm und so weiter und so fort und verbreite einfach mal das, was ich weiß. Ja? Und dann, Alter, können wir mal gucken, so, wie mächtig diese Vögel da drüben denn wirklich sind. Weil was ist das denn, Alter? Das ist wirklich 99 gegen 1 eigentlich. Das ist schon eine schlechte Bilanz, dass wir gerade verlieren. Das ist peinlich irgendwie. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wenn wir da anfangen, uns gegenseitig fertig zu machen, wird dieses Boot irgendwann untergehen und wir alle werden mit untergehen. So. Aber stattdessen sollten wir irgendwie zusammenkommen und wirklich einheitlich zu einer riesigen Masse werden, die, dass wenn wir dann irgendwann anfangen zu schreien, dass die Leute dann auch gar keine andere Wahl mehr haben, um uns, als uns zuzuhören. So. West-Berlin-Kreuzberg, werf die Hände hoch, weil die Faust zu einem Stein werft, werf die Hände hoch. West-Berlin-Kreuzberg, werf die Hände hoch, weil die Faust zu einem Stein werft, werf die Hände hoch. Werf die Hände hoch, werf die Hände hoch, weil die Faust zu einem Stein werft, werf die Hände hoch. Weil die Faust zu einem Stein werft, werf die Hände hoch. West-Berlin-Kreuzberg, werf die Hände hoch. Zwischen Schwarz und Weiß wollte man den Keil. Christen, Juden, Moslems, am Anfang waren wir alle gleich. Man benutzte unsere Angst, man schuf den kollektiven Feind. Doch dein Bruder war der Feind, Folge kollektives Leid. Martin Luther King ist tot, er zog die Menschen aus der Matrix.